Die haben da Potenzial. Und da müssen wir dagegen halten. Und dann, ja. Jordanien. Die Helena wird uns bestimmt gleich füttern, was die Jordanier so auf dem Kasten hat. Und dann haben wir hier den anderen russischen Kämpfer. Das müsste der Boris sein. Steht noch nicht am Bildschirm. Boris Krasnov. Von der russischen Seite. Der ist wahrscheinlich nicht, der ist noch nicht hier auf der 1, ne? Gut, die haben jetzt hier die Kampfflächen getauscht, darum ist gar nicht so einfach den Überblick zu halten, weil die wären normal auf Fläche 7, sind jetzt auf Fläche 1, für uns zum Vorteil, weil so können wir sie kommandieren und sind ja doch gute Kämpfe. Ja, auf jeden Fall auch, was man schon mal sagen kann, Weltranglistenposition 20. Das erreicht man nicht so ohne weiteres. Also der Russe, Weltranglistenposition 20. Ja, Dritter bei der WM 2013. Also auch bis 80 Kilo. Im Zweifelsfalle hat Tahir den gehabt. Weißt du da mehr? 2013 im Halbfinale, muss auf jeden Fall gegen irgendjemanden, oder ist er gegen den Mexikaner? Das war in Chelyabinsk. Nee, 2013 war Mexiko. Ah, Mexiko. Tahir hat gegen ihn gewonnen, also. Genau, ja, ja. 3-2. Also. Hier immer ein schön knappes Ergebnis. Ja, aber das war eh sein Tag und man sieht, Tahir kann's. Und man muss die Entwicklung genau beobachten von allen. Auch die eigenen Kämpfer müssen ihre Substanz wieder aufbauen. Dann zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch wieder die Details. Ja, und der Franzose, Weltranglistenposition 169. Das kann man schon mal sagen. Und hat, ja, hat eine dritte, einen dritten Platz 2015. Marokko Open. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie stark das ist. Das Turnier, aber. Ja, ist also nicht die Masse da, aber so der einzelne Spitzenkämpfer sind da schon. So, der Franzose ist das. Das ist ein Franzose mit dem Namen Jordan. Ich dachte schon, wo kommt Jordanier her? Franzose. Ja, du kennst dich aus in Frankreich. Russland haben wir ja mehr oder weniger schon eben vorgestellt. Da tut sich einiges. Die sind auch stark in den letzten Jahren. Frankreich hat immer mal so seine Phasen. Und welche Phase ist jetzt gerade angesagt? Also die Phase ist eigentlich relativ lange schon stabil. Also sie sind immer vorne mit dabei. Ich zähle in Europa Spanien, Frankreich, England immer zu den Top. Und dann natürlich so ein Team wie Türkei, die mit so Auf und Abs vorne dabei ist. Wir sind dann auch immer noch ganz gut dran, aber die zentralisierten Teams haben uns da so ein bisschen überholt und haben auch mehr Masse. Da muss man dagegen halten. Und jetzt auch die zwei Kämpfer gut im Auge behalten. Und wieso ist das in Russland gerade, das Taekwondo, so populär geworden? Ich meine, die. Gut, Kampfsport passt dazu dann von der Regierung her. Also auch Putin muss wohl der Kampfsport, also nicht nur Boxfreund, sondern auch Gesamtkampfsportfreund sein, nicht nur Judo, Boxen. Und da habe ich ja auch erfahren, wie sie letztes Jahr nochmal zum Jahresende der Größe das Geld zu mir ausgeschöpft haben, um mehrere Teams, drei Teams in mehrere Kontinenten loszuschicken. Und es passt zur Mentalität. Die können auch mit einfachen Mitteln gut umgehen. Also da hat sich in den letzten Jahren ziemlich was entwickelt, muss man schon sagen. Und auch wenn die ein Turnier ausrichten, so wie in Kasan, die Olympia-Quali, das ist top, da steckt der Staat dahinter. Da ist ein riesen Organisationsteam dabei, was ihr hier ehrenamtlich gestaltet und die D2 auch mit wenigen Mitteln umsetzen muss. Da haben die einen ganz anderen Apparat dahinter. Genau, aber zum Kampf ist nicht viel passiert, steht immer noch 0-0. Ja, bisher ein bisschen viel Gerangel, also jetzt irgendwie nicht so das Kaliber von vorher. Aber gut, WM-Dritter muss man erstmal sein.
Da ist natürlich Qualität da. Ja. Mit dem ersten Punkt jetzt auch. Und jetzt gibt es noch gleich einen hinterher. Und Verwarnung, okay. Genau, das muss man auch sagen, das ist neu. Es gibt keine halben Punkte mehr. Das wäre so ein Klassiker gewesen für einen halben Punkt. Aber es gibt jetzt gleich ganze Punkte. Von daher sieht man die dann natürlich auch gleich auf der anderen Seite. Ja. Also ich würde jetzt schon ein bisschen vorschnell den Russen als klaren Favorit hier sehen. Aber ich finde es noch ein bisschen halbherzig vom Franzosen, die Angriffe. Ja, ja, aber also mir gefällt er jetzt von der Konsequenz her noch nicht so. Russe diktiert den Kampf. Jetzt erste Runde dann auch vom Ergebnis her. Schon mal Führung, klar würde ich noch nicht sagen. Ja, aber man sieht auch so, ich habe die Arbeit da so ein bisschen verfolgt von der Coaches und vom System her auch. Die sind schon gute Leute. Also ich habe jetzt hier auch, wie die miteinander umgehen mit ihren Kämpfern. Wie viele Coaches kommen da so auf ein Team? Also gerade jetzt beim russischen Team ist dafür bekannt, sehr viele mitzunehmen. Da habe ich schon am Turnier 5, 6, 7 gesehen, gecoacht haben dann nur 2, 3. Also die versuchen da immer die Heimtrainer so gut es gibt mit einzubinden, sofern die auch die tägliche Arbeit machen. Mhm. Bei uns ist das Problem, nicht jeder kann die tägliche Arbeit leisten, weil man einfach irgendwo im Job im Einsatz ist. Aber der Kampf geht weiter, zweite Runde, ja. Und wieder Verwarnung von unserer Olivia aus Spanien. Auch international sehr routinierte Kampfrichterin. Macht ihren Job immer gut. Wobei, das war ein explosiver Ansatz, aber war kein Punkt. Bringt dann natürlich auch nichts, aber trotzdem. Ah, der ja, war das auch. Ist zu durchsichtig. Ja. Sieht schön ausgeschaut fürs Foto, aber. Keine Gefahr. Ja, der Russe macht nicht viel, ne? Also, nee, er muss auch nicht viel machen, hat man zurzeit den Eindruck. Und auch viel. Also er hat eigentlich auch so vom Stellungsspieler keine großes Gesteppe. Also kämpft relativ hausbacken, würde man sagen. Ja. Aber ich meine, der Franzose macht es ihm noch relativ leicht, finde ich. Also müsste dann. Gut, okay, jetzt bald ein Punkt. Muss man sich immer noch dran gewöhnen. Also ich zumindest, dass es 2 Punkte dafür gibt. Ich denke. Also so wird das für den Franzosen nichts, wenn er da jetzt nicht irgendeine Überraschung rauszaubert. Sonst geht es Stück für Stück so weiter. Jetzt 6-0, dann vielleicht noch 8-0. Also muss was passieren, wenn er sich Siegeschancen ausrechnen will. Ja. Kotkov macht es routiniert. Also ich denke, der hat auch noch die Substanz fürs Finale, was dann innerrussisches wäre. Ja, bei der letzten Weltmeisterschaft, die war ja in Russland, da warst du ja auch. Da haben die Russen ja insgesamt auch sehr gut abgeschnitten, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Vor allem das Turnier war, da war wirklich Stimmung, die haben auch Leute drin gehabt, also das war top. Allerdings den ganz großen Erfolg, was sie sich erhofft haben, war nicht da, den hat ausgerechnet ein Russe, der für Aserbaidschan kämpft, geholt. Sowas tut, glaube ich, weh. Ja. Aber die haben gezeigt, was sie da auch wieder von der Organisation drauf haben. Ja. Er kämpft so stark mit seinem vorderen Bein. Ja. Aber ich finde, für mich würde ich sagen, sieht schwerer aus, der Russe. Deutlich schwerer, beide irgendwie. Aber es ist natürlich klar, haben die ihr Gewicht. Das ist außer Frage. Ja, ja. Aber schon, glaube ich, auch ein bisschen runtergekocht, oder? Ja, also den Luxus kann sich fast keiner mehr leisten, dass er damit so viel Gewicht anreißt. Also die Top-Athleten sind schon alle gut durchtrainiert. Ich sage immer, solange man das vernünftig macht, an dem Limit, wo man ist, dann ist es okay. Übertreiben, denke ich, ist auf lange Sicht nicht gut. Auch ein schöner Unterleger. Die haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, war früher gang und gäbe.
Aber das ist das Schöne, das reizt mich auch. Man muss auch als Trainer komplett umstellen, egal was man jetzt davon hält. Du musst. Entweder gehst du den Stil, die Tendenz mit, oder du warst von gestern. Ich merke auch bei Seminaren, ich frage immer vorher, was die Leute so wollen. Es gibt immer mehr, die sagen, wir wollen den alten Stil. Dann sage ich, okay, wenn ihr nicht international kämpft, dann trainieren wir den, aber alle, die auf Turniere gehen, müssen den neuen Stil mitgehen. Jetzt haben wir jetzt noch wenige Sekunden. Ja, das ist... Und der Franzose, ich weiß nicht, will er gewinnen, oder? Nee, ich glaube, er hat... Freut er sich über seine Brause? Ja, der hat aufgegeben. Ja, gut. Okay. Ja, also... Dann haben wir ein innerrussisches Duell. Finale. Ist das... Schau mal, der Junge oder er im Finale? Ja, wen haben... Das ist interessant. 80 Kilo ist ja natürlich auch eine gute Gewichtsklasse. Grundsätzlich international, da muss man ja auch schon... So. Wir haben Tahir hier, das ist klar. Wer Tahir war Weltmeister, hat gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, hat die geschlagen, also auch ihn. Nur, er musste auch wieder aufbauen, also die anderen haben auch nicht geschlafen. Ja. Aber wir haben ja noch weitere Kämpfer hier in Deutschland, die mit in der Szene sind, jetzt auch als Sportsoldat. Cem Ünlüsoy noch mit dabei. Und ich hoffe, dass sie sich gegenseitig so hochschaukeln, dass zum Schluss, der dann die deutsche Farben vertreten wird, das mit gute so, Chancen an den Start geht. Das ist sowieso, dass man auch immer nicht nur gute Trainingsbedingungen hat, sondern auch gute Trainingspartner, oder? Ja, also das ist so eine Sache, die ich ganz stark favorisiere. Du musst große Gruppen zusammenbringen, dass du eben in jeder Gewichtsklasse genügend Partner hast. Weil in der Gruppe wirst du sowas von mitgezogen, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich weiß noch früher, Trainingslager in Korea, da kommst du in die Halle, da sind 30 jugendliche Kämpfer, aber in jeder Klasse einer da, die wuseln da so durch, entweder du gehst da mit und spielst das Tempo mit oder du lässt es sein. Und da haben wir halt nicht immer die notwendige Masse. Da versucht jeder immer so ein bisschen in seinem eigenen Kämmerchen zu arbeiten, geht bis zu einem gewissen Bereich auch gut. Aber ja, da ließe sich noch ein bisschen was verbessern. Da würde ich mir gerne mal in Russland anschauen, weil die arbeiten ja ein bisschen mehr dezentral, aufgrund von der Größe im Land. Und da gibt es halt auch mehr Bereiche, die da im Leistungssport direkt im Vollkontakt arbeiten. Ist bei uns halt doch ein bisschen aufgeteilt, traditionell, Formenbereich, Zweikampf. So, jetzt haben wir das nächste Halbfinale bis 68 Kilogramm. Da haben wir dann auf der einen Seite den Türken, den haben wir vorhin natürlich auch schon gesehen und auch kommentiert. Das war doch der Universale-Gewinner, also die Nummer 2 genau. Nach Sabit. Weltranglistenposition ja. 17. Und auf der anderen Seite haben wir den Griechen, Konstantinos. Ja, auch so ein typischer Name, den man öfters hätte in Griechenland, wie bei uns, ein Franzen Josef. Weltranglistenposition 62 und ja, auch schon die ein oder andere Junioren-Vize-Europameister. Ja, also... Letztes Jahr 2016. Und der hat sich vorhin auch schon im Vorkampf gut behauptet. Das ist einer der Vorteile von so einem Juniorenturnieren, dass es die eben auch auf Europaebene gibt. Aber in dem Alter ist es schwer für die bei der Senioren schon vorne mitzumischen. Aber gerade im Juniorenbereich dann, wo die unter sich sind, da kann man weiter Erfahrung sammeln, auch dann die Erfolgserlebnisse einheimsen. Jetzt schauen wir mal. Griechenland gegen Türkei. Das war jetzt gerade wieder so typische Technik der E-Weste, so Hurri auf die Weste. Hat man früher nie gesehen. Dann der Grieche, so die typische Rücklage, bisschen Vorderbein. Ich finde jetzt irgendwie, jetzt merkt man es auch von außen, dass es ein bisschen kribbelt, also das Halbfinale. Es gibt jetzt nicht mehr jeder alles. Also nee, jetzt jeder weiß, der andere hat sich heute auch schon bewiesen. Vielleicht ist auch die ein oder andere Blessur mit dabei, wo man so ein bisschen verdecken muss.
Ist das denn zum Beispiel ein Mann, gegen den Servet sich dann auch durchsetzen muss? Also muss der sich noch durchsetzen? Gut, ich kann mir vorstellen, mit dem Packentitel, wo Servet hat, wird er auch gewisse Privilegien in der Türkei haben. Aber wenn die jetzt sehen, da kommt der Neuer, die müssen ja auch an die Zukunft denken. Also und werden auch froh sein, wenn da von unten wieder was nachkommt. Ich denke, irgendwo muss er sich dann schon zeigen und vor allem halt auch zeigen, dass er noch will und kann, weil ja. Ich meine, irgendwann kommt die Zeit, wo man überlegt, soll ich noch, kann ich noch. Hamza hätten wir hier natürlich auch gern gesehen, aber das haben wir vorhin schon. Ja, das ist richtig schade. Ja, es ist sehr verhalten, die Runde. Also so kennt man eigentlich so den ersten Kampf, wenn man Turnier einsteigt, abtasten. Aber ich kann mir auch vorstellen, was die zwei sich denken. Legen wir jetzt gleich los und dann haben wir 3 Runden lang Stress. Oder die tasten sich ab, vorsichtig. Und dann irgendwann später wieder öffnet. Ja, aber ich meine, der Grieche ist auch gut beraten mit der Taktik, oder? Würde ich jetzt auch sagen. Also Coach an seiner Seite würde ich sagen, macht das Spielchen mit und zum Schluss hopp oder top. An türkischer Seite würde ich eher sagen, hey, spätestens Mitte, zweite Runde würde ich eröffnen. Das sind jetzt mal so aus dem Nähkästchen die Ideen, was wir so haben. Genau, weil es ist ja immer, man weiß ja, wenn man der Favorit ist und auf dem Papier gibt es immer einen Favoriten, oder sie sind auf Augenhöhe, sind sie vielleicht hier auch, aber es gibt einen Favorit auf dem Papier, das ist der Türke und der hat natürlich mehr Druck, der muss diesen Kampf irgendwann gewinnen. Also ich sage immer so beim Taktiktraining, als Favorit, wenn es noch nicht so läuft, musst du mindestens mit der zweiten Runde beginnen, weil sonst läuft zum Schluss die Zeit davon und du hast nicht die Möglichkeit zu zeigen, da besser zu sein. Und das wäre schade. Das ist jetzt so wieder einer der Kämpfe, so ein bisschen in dem Stil, den wir in letzter Zeit hatten. Beide, vorderes Bein. Das haben wir jetzt bei den letzten Kämpfen, hat mir ein bisschen besser gefallen. Dann wieder mal so Huryo-Chucky. Die Technik haben wir auch lange nicht mehr gesehen, gekannt. Ja. Nein, nicht Huryo, Pituro, Entschuldigung. Mich würde es auch nicht wundern, wenn der Grieche gewinnt am Ende, weil... Wenn es so weitergeht, dann ist hopp oder top die Chance für beide da. Dann steigt die Laune vom türkischen Trainer mit ziemlicher Sicherheit, nicht? Ja, da kann ich mir vorstellen. Ist ja auch schon lange am Ball im Spiel. Ja. Okay, jetzt sind wir über die Mitte des Kampfes. Es sind noch 30 Sekunden in dieser Runde zu kämpfen und dann gibt es nur noch 1,30 und die können schnell vorbei sein. Je nachdem. Vielleicht sehen wir hier auch noch eine vierte Runde bei 0-0. Das würde mich mal überraschen bei dem System, aber... Also das wirkt jetzt schon sehr verhalten. Gut, wenn er jetzt sich die jetzt entscheidet... Oh, oh. Ja. Die Verwarnung erstmal. Okay, jetzt geht eine Pause mit dem 0-1, der türkische Kämpfer. Ja, man sieht auch den türkischen Trainer. Das wird ein bisschen unruhiger. Ja, ja gut. Zuschauer sehen sie auch in der Kamera, ja. Ein Halbfinale ist schon weggegangen. Und irgendwo wird man natürlich auch an Erfolgen gemessen. Das ist. Ja, klar. Ich meine, erste Turnier im Jahr, da sagt man erstmal so Iststand abrufen, aber. Natürlich, wenn man nach Hause kommt, wird man gezählt an den Medaillen. Also jetzt müssten wir eigentlich, wenn es normal geht und keine Verletzungen vorliegen, von der Taktik her einen wesentlich offensiveren türkischen Kämpfer sehen. Okay. Das macht der Grieche aber auch gut. Der macht die Weste wirklich richtig gut dicht. Der deckt gut, ja. Ist also eher von der Kämpfer dieser Generation besser geworden, die Deckungsarbeit. Hat vorne auch immer schön... 2-1. Ja. War das jetzt eine Paltung? Ja, wahrscheinlich. Also muss sein, gewesen sein. Wir haben da immer zwischendurch die Kamera vor uns im Blickfeld. Also wenn er das Ding jetzt so heimschaukelt, da weiß ich nicht, da hat das verdammt cool gemacht.
Ja, wieder der Pituro. An diese Pituro-Jackies kann ich mich einfach nicht gewöhnen, aber nee. Gut. Aber das gehört jetzt zum Standard wieder. Ja. Also vor 30 Jahren habe ich das auch mal gelernt. Ja. Und danach war es verpönt. Aber bestimmt nicht im Wettkampf. Nee, im traditionellen Training. Ja, 20 Sekunden noch. Klar, ist noch ziemlich offen, aber letztendlich... Jetzt kommt ihm sein kontrolliertes Verhalten wieder zugute, weil er selber in Führung ist. Vorher habe ich das sehr gewundert. Jetzt kann aber auch wieder alles passieren, ne? Ein Punkt. 8 Sekunden. Oder eine gut. Und wieder im richtigen Moment, also... Das Ding nimmt er nach Hause. Fertig, 4-2. Der Papierfavorit hat sich durchgesetzt. Na, schauen wir mal. Ja. Der türkische Trainer ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ja. Dass er auf jeden Fall jetzt einen Kämpfer schon im Finale hat.